Es ist ein eher trauriger Geburtstag für Marcel Jansen. Einen Tag nach der 0:3-Niederlage gegen Bayern München ist ihm noch nicht so recht nach Feiern zumute. Irgendwo enttäuschend, klar, weil wir uns das auch ein bisschen anders vorgestellt haben. Ich meine, dass man jetzt nicht zwingend Bayern wegfegt, war klar, aber vielleicht das Spiel ein bisschen spannender zu gestalten. Vielleicht, dass wir unser Spiel, was wir konzentriert begonnen haben, auch durchziehen können, zumindest bis in die Halbzeit. Aber okay, dennoch ja, ist jetzt zu Hause die Familie und Freunde und man redet dann auch mal über andere Dinge. Die Spieler haben gratuliert, aber etwas ausgeben will er erst später, denn das Spiel gegen die Bayern ist einfach noch nicht vergessen. In der 32. Minute kassiert Dennis Diekmeyer schon die gelbe Karte. Auch Marcel Jansen wird später verwarnt. Da führt Bayern schon 1:0. Ja, das ist natürlich auch nicht einfach, wenn du nach 30 Minuten eine gelbe Karte bekommst. Da wissen wir, wenn du als rechter oder linker Verteidiger oder Verteidiger allgemein spielst gegen Spieler mit der Klasse von Ribéry, Robben und so, ja, die 1 gegen 1 immer wieder Duelle sucht und du dann in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte bekommst, da weißt du, dass du einen langen Abend hast. Trainer Thorsten Fink stellte vor der Partie um, spielte eine Halbzeit ohne Stürmer, bevor er sich umentschied. Aber auch das nützte nichts. Ich meine, wir haben zu Recht 3:0 verloren. Wir haben uns eigentlich best getan in der ersten Halbzeit. Ich finde, dass wir gut gestanden haben. Und ich finde auch eigentlich eine gute Taktik mit Thomas Rincon als Verteidiger für uns Verteidiger. Wir haben nichts weggegeben. Der HSV steht nun auf Platz 9. Das liegt noch in der Zielvorgabe. Man sieht, wie eng das Feld in der Bundesliga zusammen ist. Es ist nach oben nicht viel und nach unten sind es auch nur gefühlt 1,5 Spiele. Also ich glaube, wenn uns das bewusst ist und wir von der Laufbereitschaft und auch von der insgesamten Defensivarbeit, also die ganze Mannschaft und wieder etwas mehr Torgefahr ausstrahlen, auch gerade in den Heimspielen haben wir jetzt mit Stuttgart und Bayern sehr, sehr wenig kreiert insgesamt als Mannschaft und mussten fast nur verteidigen. Wenn wir das noch verbessern, dann werden wir auch wieder punkten und wie gesagt, wir werden jetzt die Tage Dienstag, Mittwoch eine gute Analyse machen und dann geht es weiter. Also wir haben jetzt gegen Bayern verloren, ist kein Weltuntergang, aber wir müssen trotzdem daraus lernen aus dem Spiel. Alles in allem kein Drama für den HSV und damit auch nicht für Marcel Jansen. Auch wenn er sich ärgert, die Familie kann ihn bestimmt wieder aufmuntern.